Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um ein Mount, was wir hier aus Patch 8.3 in Ul'dumr spielen können. Und hier hinten seht ihr gerade schon, wird ein Mob umgehauen, der Leichenfresser heißt. Und dieser Leichenfresser kann nämlich ein Mount droppen. Und was der für ein Mount droppen kann, will ich euch jetzt mal zeigen. Wir haben nämlich die bösartige Drohne hier. Das ist ein schickes Drohnenmount. Davon gibt es in Patch 8.3 drei verschiedene Varianten. Eine davon gibt es quasi jetzt hier über einen Rare-Mob zu looten. Dieser Rare-Mob befindet sich einmal, wie schon gesagt, hier in Ul'dumr. Und der ist aber auch nur da, wenn dementsprechend die Invasion von den Akir ist. Also es gibt in Ul'dumr insgesamt drei verschiedene Invasionen. Und zwar gibt es hier diese Akir-Invasion. Die geht eine halbe Woche lang. Die andere Hälfte der Woche ist dann immer hier die Amatet, heißen die, glaube ich, die Invasion. Die geht, also sprich, die kleinen Invasionen gehen immer von Mittwoch, ID-Reset, bis Samstag. Irgendwann um 20 Uhr war es, glaube ich. Und die andere geht dann quasi von Samstag 20 Uhr bis wieder Dienstagabend, also wenn halt der ID-Reset ist zwischen Dienstag und Mittwoch. Heißt, die kleine Invasion immer eine halbe Woche. Im anderen Gebiet, also sprich jetzt in dem Fall in Pandaria, ist dann die ist dann Black Empire Invasion für eine ganze Woche. Und das switcht halt immer hin und her. Heißt, nächste Woche, wahrscheinlich wenn ihr das Video seht, ist es so, dass dementsprechend einmal hier Black Empire ist und im Tal dementsprechend ja, dann Mogu und Mantis sich abwechseln. Genau, heißt, ihr könnt alle zwei Wochen hier einmal für eine halbe Woche das Mount farmen. Und ja, es ist ein Daily CD, heißt, ihr habt insgesamt 4 Tage Zeit, den umzuhauen. Also ihr könnt ihn 4 Tage lang umhauen, jeden Tag quasi habt ihr eine Chance, das Mount zu looten, und das könnt ihr so mit so vielen Twinks machen, wie ihr wollt. Und ihr könnt hierher fliegen mit einem Twink, der hier noch gar keine Quest gemacht hat. Ich habe Chars, die haben sind auf 120 mit nur Inseln, haben in Dings noch gar keine Quest gemacht, in komplett BFA, und können auch hier hinfliegen. Die haben gerade mal den Hals und das war's. Ja? Also sprich, ihr müsst ja nicht die Pre-Quest machen und könnt ihn unboxen. Der Mob spawnt relativ schnell. Teilweise so, ich würde sagen, 10, 15 Minuten habe ich schon die Spawns gesehen, beziehungsweise ich habe auch schon Spawns gesehen, ich habe ihn umgehauen und er ist instant nachgespawnt. Es sind aber auch tatsächlich immer wieder Gruppen im Tool, wenn wir jetzt einfach hier mal gucken, Corp oder Corpse Eater heißt der im Englischen, da könnt ihr auch einmal suchen, bei Benutzer definiert einfach rein, Corpse Eater könnt ihr anmelden, Warmode Off bin ich jetzt gerade, könnte ich reinqueuen, und wenn die Leute mich dann annehmen würden, dann könnten wir den, ah, schau mal, da haben wir einen. Können wir ihn direkt mit umhauen. Ihr seht, hier ist er gerade. Ich habe ihn schon umgehauen, deswegen ist er nicht mehr rare. Werde ich also auch kein Mount Loot kriegen. Die Drop-Chance ist leider dementsprechend low. Ich habe ihn jetzt über 100 Mal umgehauen mit einem zweiten Account mit vielen Twinks. Und habe ihn bis jetzt noch nicht bekommen. Deswegen so spät das Video eigentlich. Wollte ich euch dann das Mount auch in Aktion zeigen. Hat jetzt leider nicht geklappt an der Stelle. Und ja, die Drop-Chance ist bei WoW Head im Moment auf, ich glaube, 0,4% eingeordnet. Ich schätze fast, dass sie noch schlechter sein wird. Warum schätze ich das? Wie gesagt, ich hab ihn jetzt über 100 Mal umgehauen und war meistens in Gruppen, wie ihr hier seht, wo dann, ja, mal waren nur 5, 6 Leute drin, mal war es eine komplette 40-Mann-Gruppe, aber im Schnitt würde ich sagen, waren es so 10 Leute. Und ich habe es insgesamt einmal droppen sehen. Also wenn man überlegt, 100 Mal umgehauen, 10 Leute im Schnitt drin, das sind dann 1000 Attempts. Einen Mount-Drop gesehen, sehr wenig. Gut, 0,4 könnten natürlich auch hingehen. Leider sieht man hier bei WoW, hätte nicht mehr die Daten, aus denen es bezogen wurde, aber man könnte es natürlich hochrechnen. Die haben hier 7 Drops gesehen von der Anzahl. Ja, das dann auch dementsprechend relativ hoch sein wird bei einer 0,4%igen Dropshot. Jetzt kümmern wir hier wieder ab, weil wir wollen ja nicht, dass wir Leute hier reinbaiten. Genau, das war es eigentlich schon mit dem Video. Einen kleinen Tipp kann ich euch noch geben. Ich war hier auch mit einem Test-Account-Char, oder nicht mit einem Test-Account-Char, sondern mit einem Test-Char dran, also die 110 sind. Und auch mit dem konnte ich den Rest sehen und ich konnte ihn auch umhauen. Natürlich mit einer Gruppe, weil der nur 110 ist und dementsprechend sonst auf den Sack kriegt. Aber ich kann euch nicht hundertprozentig sagen, ob dann auch das Mount Drop hin kann. Ich weiß, dass bei bestimmten Worldbossen und Raid-Instanzen diese Testchars nicht gehen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das hier auch auf den Rare zutrifft. Heißt, wenn ihr nicht genug Chars zur Verfügung habt, könntet ihr eventuell auf diese Chest-Chars zurückgreifen. Da aber, wie gesagt, keine Gewähr, dass dann auch das Mount droppen kann.
Das weiß ich einfach nicht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das probiert habt, irgendwo gesehen habt, okay, da ist ein Mount gedroppt. Wäre vielleicht hilfreich für die anderen. Ich werde es persönlich nicht mit Testchars machen. Ihr wisst, ich habe genug 120er Chars, dass ich da versorgt sein dürfte. Und ja, damit wären wir am Ende vom Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Ach so, eins fällt mir noch ein. Es kommt sicher wieder die Frage, was ich hier für ein Add-on habe für die Rares. Und zwar, ich bin mittlerweile umgesattelt wieder auf Tomcat Tours und dann braucht ihr Tomcat Tours Vision of Enzot und dann seht ihr quasi diese schönen Sternchen für die Rares und wenn ihr sie an dem Tag schon umgehauen habt, dann kommt hier mit dem Char ein Haken und das klappt auch, wenn ihr euch das Add-on im Nachhinein drauf lädt, irgendwie checkt es das, dass man schon eine ID hat, das kann es irgendwie auslesen und dann werden die abgehakt und ihr seht, okay, den habe ich heute schon gemacht, easy, brauche ich nicht mehr. Tomcat Tours tatsächlich finde ich noch ein Stückchen besser als Handy Notes und Handy Notes hat es irgendwie rumgebackt in letzter Zeit. Deswegen jetzt wieder bei Tomcat Tours. Genau, jetzt sind wir aber am Ende. Euer TLA, bis zum nächsten Mal. Ciao.